Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gedacht, ich nehme euch heute mit und zeige euch, wie ihr euch so eine Schnullerkette selber machen könnt. Und zwar, wie ihr auch dieses Teil hier selber machen könnt, diesen Häkel, diese Häkelkugel, sage ich jetzt mal. Genau, und dann nehme ich euch doch jetzt gleich mal mit rüber und zeige euch das. Viel Spaß beim Video! Genau, ich habe jetzt mir am Schreibtisch mal alles so rausgekramt, was ich so alles dafür nehme. Klar, ich habe hier Perlen, dann habe ich noch solche Perlen und solche Perlen, ganz verschiedene Woll, Baumwollfäden. Ich weiß nicht, wie man das nennt, Baumwollfaden. Halt Baumwolle. Eben auch Häkelnadeln. Da ist die andere Farbe, aber ich habe heute gedacht, ich mache es in diesem Blau, weil ich für den Elias eine machen möchte. Hier habe ich auch meine selbstgeschmierte Anleitung. Genau, weil ich mache das immer ein bisschen so, dass ich das mitschreibe. Okay, dass wir jetzt so eine Kugel bekommen, müssen wir zuerst so eine, ich weiß nicht genau, wie das heißt, eben so einen Kreis machen. Aber vielleicht kennen sich da ja andere besser aus. Ja, also, ihr müsst da so eine Schlaufe machen. Ich kann das nicht gut erklären mit dem Fadenring. Ich kann das eben noch nicht so lange. Genau, jetzt brauche ich nur meine Häkelnadel. Und dann müsst ihr den so reinholen. Jetzt kommt schon Faden. Jetzt darf der halt nicht zu weit rein. Und dann mache ich den immer so hin. Und dann mache ich eine... Ich glaube, das Licht ist echt schlecht, ne? Ich muss mal das anders hinstellen. Was meint ihr? Sieht schon besser aus, ne? Dann muss ich eine Luftmasche machen. Und jetzt muss ich hier nach meiner Anleitung, ich mache das mit 6 festen Maschen, in den Ring häkeln. Das heißt, ich muss hier unten durch... Hier rum, durch, das ist die erste, dann hier und zack, ist die zweite. Ich halte das immer so mit 2 Fingern fest, hier durch. Die dritte und hier durch ist die vierte hier durch ist die fünfte und zack. Die Nummer 6. Jetzt muss das so aussehen. Und jetzt habt ihr auch, jetzt könnt ihr auch zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Was ich mir jetzt auch immer noch dazu nehme, jetzt muss ich gerade schauen, wo ich das mal wieder hin habe. Ah ja, habe ich in dem anderen Teil, wo ich noch gerade am Häkeln bin. Aber jetzt kann ich das mal so loslassen kurz. Ich nehme dann immer noch eine Büroklammer zur Hilfe dazu. Da lege ich mir jetzt gerade mal welche raus. So, das sind 2 Büroklammern. Und Schmierzettel. Dann kann ich mir aufschreiben, ich habe jetzt die 6 Maschen gemacht. Und jetzt muss man das halt, also die Nadel lässt man drin. Jetzt muss man das so ziehen. Sodass das einen Kreis gibt. Halt, die muss drin bleiben.
Es ist ja so ein Mini-Mini-Kreis. Und jetzt, ich versuche das immer ganz, ganz fest zu machen. Weil das soll ja möglichst schön sein. Und jetzt muss man alle verdoppeln. Das heißt, in jede Masche zweimal eine feste Masche reinmachen. Und dann hat man dann 12. Und jetzt zeige ich euch meine Hilfe. Das habe ich mir nämlich überlegt, dass ich mich nicht verzählen kann. In diese letzte Masche packe ich so eine Nadel rein. Tschupp. Ziehe die einmal durch, dass sie nicht rausfällt. Und dann weiß ich, wo die sechste Masche ist. Genau. Und dann kann ich da eben loslegen. Am Anfang ist das noch sehr fieselig. Und dann irgendwann wird es etwas einfacher. Genau, rein ins Loch. Und dann haben wir 1. Oh, jetzt bin ich nicht durch. Nochmal. 1 und 2. Ich werde das jetzt vorspulen, weil das wird sonst etwas langweilig. So, und jetzt sind wir dort angekommen, wo die hier drin steckt. Die ziehe ich jetzt raus, weil das ist jetzt die sechste Masche von der ersten Reihe und dann mache ich auch wieder 2 rein. Also das ist die Nummer 1 und die Nummer 2. Und das ist jetzt quasi Nummer 12. Und da muss ich jetzt eben halt wieder die Klammer reinmachen, dass ich mich wieder orientieren kann. Genau. Richtig wieder festziehen. Und dann schreibe ich auf, dass ich eben bei 12 bin. So. Genau, jetzt muss ich jede zweite verdoppeln, dann komme ich auf 18. Also wieder Faden rannehmen. Halt. Das heißt, die erste wird nicht verdoppelt. Da kommt eine feste Masche. In der nächsten kommen 2 feste Maschen rein. 1, 2. Und dann kann ich das Ganze wieder etwas vorspulen. Genau, jetzt wieder hinten. Wieder 2 rein. 1 und 2 und in die letzte wieder, damit ich weiß, wo ich war. Ja, jetzt die Büroklammer. Okay, jetzt habe ich eben 18. Dann schreibe ich das wieder auf. Jetzt muss ich jede dritte verdoppeln. Also. Oh, in das erste komme ich immer nicht rein. Jetzt. Also 1, 2 und dann 3 und 4 in die dritte. 3 und 4. Und dann spule ich wieder etwas vor. Okay, und die letzte 2. Zwei.
So, jetzt hänge ich da wieder das Häkchen rein. Und dann muss ich mein Handy erstmal anstecken. Dann können wir weitermachen. Also bis gleich. Okay, angeschlossen, jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir eben bei 24. Jetzt müssen wir eben auf 30 kommen, indem wir jede vierte verdoppeln. Also im Prinzip genau dasselbe wie vor die ganze Zeit schon. Ich will es nur nochmal sagen, ich bin wirklich noch nicht gut in so etwas. Ich dachte nur, ich zeige es euch, wie ich die gemacht habe. Genau, jetzt werde ich noch etwas wieder etwas vorspulen, dass es nicht so langweilig wird für euch. Okay, und dann sind wir wieder am Schluss. Und jetzt haben wir, wie gesagt, 30 Maschen. Und jetzt müssen wir 2x 30 machen. Das heißt, einmal rum und nochmal rum. Und dann quasi alles rückwärts machen. Und ich hätte es gesagt, ich mache das jetzt komplett im Schlussdurchlauf. Den Rest einfach nochmal komplett schnell. So, jetzt bin ich fertig und jetzt fällt mir auch gerade auf, dass ich glaube eine etwas größere Kugel habe als diese hier. Aber das ist nicht so schlimm. Ich mache jetzt einfach dann nochmal einen Kreis und dann muss man das quasi wieder rückwärts verkleinern. Okay, jetzt mache ich mal weiter. Es ist so wie es aussieht ausgegangen, aber ich bin jetzt schon so weit. Es ist jetzt schon so eine Kugel mehr oder weniger. Hoppla. Der Speicher war voll, deshalb musste ich jetzt gerade kurz unterbrechen. Aber unter anderem habe ich jetzt auch noch schnell so Watte geholt. Hat jeder zu Hause. Man kann da, glaube besser ist so ein Fiberfill. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Da gibt es noch so andere Füllmaterialien. Jedenfalls habe ich mir jetzt als erstes gedacht, ich möchte diesen Faden, den ich da am Anfang hatte, den möchte ich unten durchziehen. Den hier, das ist ja quasi das Anfangsstück. Ich habe mir überlegt, den jetzt am Schluss von meinem Rassette hinzumachen und so eine Rassel hinzumachen. Ich weiß nicht, ob das geeignet ist für echte Babys, ob sie da eben rumkauen dürfen und so. Keine Ahnung. Aber eben, ich mache das eben nur für meine Reborns. Gedacht, ich mache die eben als Schluss. Ich mache da ja gar keine. Ich möchte die so hinmachen. Seht ihr das? Ja.
Oh, das will nicht. Das will nicht, wie ich will. Da seht ihr, ich habe zwei linke Finger gefühlt. Okay, und jetzt stecke ich den Faden einfach wieder zurück, sofern er da will. Ich nehme da mal besser eine etwas größere Klammer. Geht nicht, die ist zu groß. Ah, jetzt. Here we go. Okay. Die müsste schon eng genug sein. Jedenfalls diesen Faden, den lasse ich da ja drin. Da müssen Sie aufpassen, dass das hier nicht reingeht. Jedenfalls wollen wir jetzt schon, bevor das hier zu klein wird, das Loch, wollen wir da Watte reinstopfen. Weil die Pappe kommt man sonst nachher einfach kaum mehr rein. Ich muss mir dann mal so eine andere Watte besorgen. Das ist eben so ganz normale Kosmetikwatte. Es gibt da ja so Bastelwatte. Oh wei. Die ist ein bisschen besser. So, dass es eben dann schön voll ist. Tun wir nachher noch mehr rein. So, jetzt war ich schon bei 18. Jetzt muss ich jede zweite verkürzen. Ja, das mache ich jetzt mal. So, jetzt haben wir es fast zu. Jetzt müssen wir quasi einfach nur noch mal ein bisschen zu noch nähen. Mehr oder weniger. So, noch einmal. So. Jetzt haben wir unsere Kugel. Jetzt brauche ich eine Schere. Schneide ich so ein Stückchen ab. Und dann muss ich das einfach nur noch einmal so durchziehen. Festziehen. Und dann habe ich hier eine Nadel. So eine große.
Es ist auch eine stumpfe Nadel. Seht ihr das? Mit so einem großen Nadelöhr. Und dann wird das einfach einmal quasi mehr oder weniger da reingezogen. Muss ich das nur so, zack. Ich tue das jetzt einfach mehrmals. Immer das gleiche Loch wieder rein. So, dass der Faden dann... Dann ziehe ich den Faden etwas raus. Halt ihn ganz knapp ab. Und dann ist er verschwunden.